war's, als Odin und Freya heirateten? Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Letztendlich zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann Freyas Vertrauen und sie zeigte ihm ihre Bahnen an. Noch etwas, das sie bereuen sollte. Denn obwohl sein weisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Bahnenmagie ließ ihn... So, jetzt muss ich ab und zu mal die Karte öffnen. Ich muss noch viel weiter bis zum Ende, okay. Ersinnen und neue Tiefen. Hier ist auch noch ein Kampf, ne? Warte, ich muss mal ganz kurz zurück. Oder nicht? Ist hier ein Kampf? Nee. Doch, kann sein. Okay, da ist was Großes. Ich hör's doch. Oh, nochmal die Laterne mit. Brauchen wir. Steckt er sich einfach in die Tasche. Läuft. Sollen wir an dieser Stelle anlegen? Natürlich legen wir an dieser Stelle an. Was meinst du, warum ich hinfahre, du Kacknoob, ey? Oh, cool. Getroffen. Sollte man lieber zu ihm Vorsicht sagen. Hui. Oh shit, die sind stark. Dankeschön. Echt voll nice von dir. Also theoretisch, könnten wir Freunde werden. Bräuchte Heilung. Mann, der Kackvogel da oben, der muss sterben. Alter, wo hast du denn gerade geschossen? Oh, shit. Ja, toll. Alter, dieses Verdrücken geht mir mega auf den Sack. Ich glaube, die Wärme tut mir sowieso nicht gut. Ist denn da los, ey? So schwer ist der ja nicht. Ja. Hä? Ne. Jetzt haut er ab. Hoch. Ja, er tritt natürlich. Nix, Vorsicht. Schnell! Uiuiui. Boah, ja, mit dem zweiten trifft man besser, oder was? Ach ja, das Boot. Das Boot ist mein Tod. Mann, ich hasse dieses scheiß Verdrücken immer. Oh.
aufhören. Okay, jetzt mach ich dich platt. Jetzt mach ich dich platt, Junge. Okay. Hab's ja gesagt. Jetzt hau ich dir die Rübe kaputt, kleines, blödes Drecksvieh. Oh. Ist er doch noch nicht tot? Ach, ist er doch tot. Ah, du Arsch. Na, geht endlich. Doch. War doch eigentlich voll easy. Ne? Nehmen wir auch noch mit. So. Das können wir öffnen. La 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 la. So, einmal da hauen und dann irgendwo anders noch hauen. Man weiß ja immer nicht wo. Da, okay. So, mal auf den Scheiß, gib mir die Truhe hier. Geht doch. Danke. So, da komme ich noch nicht hin, da muss ich von der anderen Seite wahrscheinlich erstmal ran. Ah, okay. Let's see what you did there. Nein. Ah, ja. Hier kann es natürlich tatsächlich sein, dass ich die noch nicht sehe, weil die sich hier in dem Areal verbergen tun. Irgendwo. Da hinten zum Beispiel. So. Schon mal eine kaputt. Ja, wo die andere ist, keine Ahnung. Das Ding. Ist auch immer die Frage, welche Perspektive man hat. Die hängen ja doch teilweise an den verstecktesten Orten überhaupt, ey. And that's the problem. Da ist der Riss. Ah. Ach, halt die Fresse. Genau, konzentrier dich auf ihn. Kann nicht dich töten. So. Oh, der ist nicht tot. So. Wollte ich nur mal erwähnt haben, ne? So, meins. Da liegt ja noch was. Habe ich voll übersehen, ey. Scheiße. Warte. Das nehmen wir mal eben mit. Ich und mein Kristall. Wir laufen hier so durch. Ah ja. Okay, warte, warum kann ich den mitnehmen? Bin mir nicht so sicher. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Aha. Ah ja. So. Sniper Kratos wieder im Stiesel, Junge. Also, ich kann da durch, kann da hoch, kann hier hoch, wir gehen hier hoch. Nämlich auf der anderen Seite.
möchte gerne diesen Eimer zerstören. Vielen Dank. So. Die wird aber wahrscheinlich wieder runterkommen, ne? Das Tor. Ja. Bleibt oben. Ist ja ein Ding. Halt die Fresse. What the fuck? Das hat ihn von... Oh, krass. Ganz schön Lutscher-Gegner, ey. Das hat ihn von dir getötet. Ist natürlich... Ah, hä? Ich weiß noch nicht, ob das machbar ist. Aber wir werden mal gucken. Ich glaube, ich muss den mitnehmen. Und dann durch das... ey, da geh weg, du... Geh doch mal... Blöder Scheißbengel, ey. Steht nur im Weg. Aber Moment, wir machen das doch nur hoch und dann ist Fujikato. Oder bleibt das oben? Ah, bleibt oben, ja, dann ist cool. Dann nehme ich das mit. Lalala. 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 Und dann gehen wir hier durch. Letzte Runde muss ich noch finden, dann habe ich sie alle wieder. Und dann entweder wieder ein Appel oder ein Hörnchen, ne? Man weiß es nicht. Eins von beiden wird es aber sein. Und selbstverständlich Ausschau halten. Nach der letzten Rune. Oh, tut mir aber leid, dass ich doch getroffen habe. Sehr ärgerlich. Ne? Ist nichts. Hier? Nee. Auch nicht. Ah. Oh, immer diese letzte Rune, weißt du, die du nicht findest. Ärgerlich. Aber irgendwo muss er sein. Da ist er doch. So. Hä? Ah. Wir machen uns mal den Shortcut auf hier. Man weiß ja nicht, wofür es gut ist, ne? Da, 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 da. Ja, da wollte ich eigentlich was anderes machen. Aber naja, ich bin halt hier zugekommen, ne? Machst du nix. Gucken, was hier oben auf uns wartet. Jetzt werde ich auch noch von hier getroffen, also. Huch. Hä? Wie blockt der das denn bitte? Bereit! Oh, verpiss dich. Okay. Dann halt so. Bye bye. Au. Oder so.
Ich weiß nicht, wofür das ist, ne? Aber macht ja auch nichts. Na, wir gehen mal hier einfach lang. Und wie wir looking, what wir finding, und dann ist Subidubi. Oh, muss ich das Ding jetzt wieder mitnehmen? Von da unten bis hier hoch, Alter. Stand da gerade ein mächtiges Eichhörnchen? Makellose Schuppen der Welt. Mhm. Okay, weil da brauche ich nämlich so ein Ding da. Ah, wo soll ich das herkriegen? Weiß man nicht. Richtig. Da ist er im Hintergrund, ne? Guckt sich so ein bisschen um. Denkt sich, yo, es geht. Oh, ich denke mir auch so, yo, es geht. Gehen wir noch kurz auf die andere Seite. Ich glaube, dann gehe ich echt nochmal runter und hole mir den scheiß Stein von da. Ah, oder ich nehme einfach den hier. Und hier geht's einfach wieder, ne, hier geht's da drüber, okay. Und da hoch. Da muss ich natürlich auch nochmal hin, weil man muss immer gucken, wo, was, wo, wie ist und so. Nimm mit. Kratos, endlich hast du wieder einen geilen Stein dabei. Supi. Da, 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 da. So, mal gucken, was passiert, wenn ich das Ding hier reinstecke. Ui, 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 ui. Oh. Das passiert. Ach, Scheiße. Oioioioioi, das sind mir zu viele. Das sind mir zu viele. Ich werde wahrscheinlich nach einem Schlag wieder tot sein. Ich muss halt auch warten, bis meine Magical Powers wieder am Start sind. Ist gleich soweit. So. Ich weiß halt nicht, das ist wirklich das Problem. Machen die mich mit einem Schlag kaputt oder nicht? Nee, nee. Das wollt ihr nicht. Ja. Und wir gehen den ganzen Weg wieder zurück. Wuhu. Scheiße. Okay. Oh, Sparta's Rage wäre jetzt natürlich klasse. Ja, ich sehe es doch. Ist halt... Oh, Scheiße. Es ist halt nicht so cooler Kampfplatz eigentlich. Aber nice ausgewichen bin ich. Hi. What the fuck, Alter? Oh, Schizzle. Oh, Schizzle, Manizzle. Oh, fuck. Jetzt müsste ich einmal an den vorbei, weil da ist ein großer Heilstein. Ja. Ganz ehrlich, mit Geduld und Spucke machen wir die kaputt. Okay, das ist jetzt doof. Und weg. Tschüss. Ah, ich schimmel das auch mal direkt mit, ne?
Nee, ist doch nur ein kleiner Shit. Ich dachte, wäre ein großer ärgerlich. So. Ich krieg da halt nicht viel bei rum, ne? Wann? Shit. Okay, einer ist schon mal tot. Fast. Nicht ganz, aber fast. Oh, das juckt ja überhaupt nicht. Dann halt so. Oh. Aber selbst die sind halt krass, ne? Ah, gut. Oh, nice. Wer hat denn das hingekriegt? Das ist halt scheiße. Ich kann nichts machen. Nice. Also. Wow. Ja, ich muss warten, bis sich das wieder alles aufgefüllt hat. Nummer 1. Okay. Wie mache ich den kaputt? Sparta's Rage oder was? Dann mache ich auch, kein Problem. Oh, shit. Ja. Ich mach dem so keinen Schaden, ne? Kannst du voll knicken. Wahrscheinlich so würde ich ihm Schaden machen. Ich hab's gleich. Da. Hau ich dir halt so aufs Maul, auch kein Problem. Da. Jetzt aber richtig auf die 12. So. Das war schwierig. Wenn es anders nicht geht, dann aufs Maul hauen. Ha. Das lernen wir daraus. Immer auf die Fresse. Ja, nun blöd, ich muss halt gucken, weil die sind. Ich weiß halt nicht, ob die auch so stark. Also der eine war zumindest so stark, mir extremst viel Leben abzuknüpfen. Der kleine Schnelle weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich glaube, der ist auch nicht so schwach. Ah, toll. Bin ich nur auf die andere Seite geklettert. Naja, warum nicht? Joa, ne? Jetzt müssen wir nur noch zurück irgendwie. Warte mal. Nochmal hier hoch. Hopp. Ich gehe mal hier die Kette runter. Ich glaube, der Weg wird schneller. Hoffe ich. Um einiges. So. Machen wir das noch kaputt. Nehmen wir das noch mit. Gehen hier runter, sammeln den Scheiß da unten ein, holen uns das, was in der Kiste drin ist und dann sind wir fertig. So. Zack. Und wir bekommen einen Apfel. Ich glaube, ich habe alle Äpfel gesammelt, kann es sein? Jawohl.
Und damit ist unser Leben maximal verbessert. Nice. So, wir müssen aber weiter hier hin. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hole mir erstmal meine Axt raus. Steig jetzt ins Boot. Bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.